Wir haben hier eine Funktion f von r nach r, die gegeben ist durch f von x ist x mal e hoch minus x Quadrat halbe. Von dieser Funktion wollen wir nun die Nullstellen berechnen und auch das Monotonie- und Krümmungsverhalten untersuchen. Zum Abschluss werden wir dann auch noch den Graphen der Funktion skizzieren. Beginnen wir mit den Nullstellen. Das bedeutet, wir müssen uns die Frage stellen, für welche x aus dem Definitionsbereich gilt f von x ist gleich 0. Das heißt, wir müssen diese Gleichung hier lösen und wenn wir uns die Gleichung genauer anschauen, stellen wir fest, dass wir auf der linken Seite ein Produkt haben und auf der rechten Seite 0. Das bedeutet, wir können hier den Produkt-Null-Satz verwenden, der besagt, dass ein Produkt reeller Zahlen genau dann 0 ist, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Schauen wir uns also die Faktoren einmal genauer an, speziell diesen hier, denn hier erkennen wir, e hoch irgendeine reelle Zahl ist doch ohnehin immer positiv. Das heißt, dieser Faktor hier kann nicht 0 werden und das bedeutet, dass dieses Produkt hier genau dann 0 ist, wenn x gleich 0 ist. Und damit haben wir auch schon die einzige Nullstelle dieser Funktion hier gefunden. Machen wir gleich weiter mit dem Monotonieverhalten von f. Das lässt sich besonders gut mit Hilfe der ersten Ableitung untersuchen. Damit wir das aber machen können, müssen wir zunächst einmal die erste Ableitung von f berechnen. Und da müssen wir gleich mehrere Ableitungsregeln beachten. Denn wir haben hier ein Produkt, also wir brauchen die Produktregel und hier brauchen wir dann auch noch die Kettenregel. Wenn wir jetzt Produkt und Kettenregel beide anwenden, dann erhalten wir für die erste Ableitung von f zunächst einmal diesen Ausdruck hier. Den werden wir jetzt noch ein bisschen umformen. Zunächst einmal können wir herausheben und den Rest ein bisschen zusammenfassen. Und dann können wir dieses Polynom hier noch sehr schön in Linearfaktoren zerlegen. Und dann erhalten wir diesen Ausdruck hier für die erste Ableitung von f. Und der ist jetzt besonders praktisch. Denn erstens erkennen wir sofort, an welchen Stellen die erste Ableitung gleich 0 ist, nämlich bei x gleich minus 1 und bei x gleich 1. Und zweitens können wir sehr gut beurteilen, in welchen Intervallen die erste Ableitung positiv ist und in welchen sie negativ ist. Und daraus können wir schließen, in welchen Intervallen die Funktion f streng monoton steigend ist und in welchen sie streng monoton fallend ist. Und das können wir jetzt am besten mit Hilfe so einer Tabelle systematisch von vorne bis hinten durchgehen. Beginnen wir mit x kleiner minus 1. Wenn x kleiner ist als minus 1, dann ist dieser Faktor hier positiv, dieser negativ und zur Erinnerung, der ist ohnehin größer 0. Das heißt, der spielt jetzt bei diesen Überlegungen gerade keine echte Rolle. Wir haben hier also Plus mal Minus ist Minus. Das heißt, die erste Ableitung ist für x kleiner minus 1 negativ. Und daraus dürfen wir schließen, dass die Funktion f in diesem Intervall streng monoton fällt. Für x gleich minus 1 ist die erste Ableitung 0. Und für x zwischen minus 1 und 1 ist dieser Faktor hier positiv, dieser auch. Das heißt, dann haben wir Plus mal Plus ist Plus. Und daraus dürfen wir schließen, dass in diesem Intervall die Funktion f streng monoton steigt. Und daraus folgt jetzt auch noch, dass wir an der Stelle x gleich minus 1 ein lokales Minimum, also einen Tiefpunkt haben. An der Stelle x gleich 1 ist die erste Ableitung wieder 0. Und für x größer 1 ist jetzt dieser Linearfaktor negativ und dieser positiv, das heißt, wir haben Minus mal Plus, ist wieder Minus. Und das bedeutet, dass die Funktion f in diesem Intervall wieder streng monoton fällt. Und daraus dürfen wir jetzt auch noch schließen, dass wir an der Stelle x gleich 1 ein lokales Maximum, also einen Hochpunkt haben. Damit haben wir das Monotonieverhalten der Funktion f von vorne bis hinten beschrieben und dabei auch noch die lokalen Extremstellen bzw. Extrempunkte gefunden. Machen wir gleich weiter mit dem Krümmungsverhalten. Das lässt sich besonders gut mit Hilfe der zweiten Ableitung untersuchen, aber das bedeutet, wir müssen nun noch einmal ableiten. Da stellt sich jetzt die Frage, mit welchem Ausdruck macht es Sinn, weiter zu arbeiten? Dieser Ausdruck hier war besonders hilfreich beim Argumentieren fürs Monotonieverhalten vorhin. Zum Ableiten ist aber eher unpraktisch. Da bietet sich dieser Ausdruck mehr an, denn hier haben wir ein Produkt aus drei Faktoren. Das ist eine gute Übung im Anwenden der Produktregel. Aber das hier ist ganz sicher praktischer. Hier brauchen wir nämlich die Produktregel dann nur einmal
Und selbstverständlich brauchen wir sowieso in beiden Fällen dann auch hier wieder die Kettenregel. Wenn wir jetzt Kettenregel und Produktregel wieder beide anwenden, dann erhalten wir für die zweite Ableitung zunächst einmal diesen Ausdruck hier. Den werden wir jetzt wieder so wie vorhin vereinfachen. Also wir können zunächst einmal herausheben, den Rest ein bisschen zusammenfassen und auch hier können wir noch weiter in Linearfaktoren zerlegen und erhalten diesen Ausdruck hier, mit dem wir jetzt ganz ähnlich wie vorhin beim Monotonieverhalten sehr gut das Krümmungsverhalten von vorne bis hinten durchbesprechen können. Wir erkennen, die zweite Ableitung ist an drei Stellen 0, nämlich für x gleich minus Wurzel 3, für x gleich 0 und für x gleich Wurzel 3. Und damit können wir jetzt wieder so eine Tabelle anfertigen und Schritt für Schritt alles durchgehen. Beginnen wir mit x kleiner minus Wurzel 3. In diesem Fall sind alle drei Linearfaktoren negativ. Das bedeutet, wir haben minus mal minus mal minus ist minus. Das bedeutet, der Graph von f ist in diesem Intervall negativ gekrümmt, also rechts gekrümmt. Für x gleich minus Wurzel 3 ist die zweite Ableitung 0. Und für x zwischen minus Wurzel 3 und 0 ist jetzt dieser Faktor hier positiv, die anderen beiden aber noch negativ, das heißt, wir haben minus mal plus mal minus, ist aber insgesamt plus, das bedeutet, die zweite Ableitung ist in diesem Intervall positiv, also der Graph von f ist in diesem Intervall positiv gekrümmt. Und daraus dürfen wir jetzt auch noch schließen, dass wir an der Stelle x gleich minus Wurzel 3 tatsächlich einen Wendepunkt haben. An der Stelle x gleich 0 ist die zweite Ableitung wieder 0. Und für x zwischen 0 und Wurzel 3 ist nun dieser Faktor hier positiv, dieser auch, dieser nicht. Das bedeutet, wir haben plus mal minus ist minus. Also ist in diesem Intervall der Graph der Funktion f wieder negativ gekrümmt. Und wir erkennen, auch an der Stelle x gleich 0 haben wir einen Wendepunkt. Denn das Krümmungsverhalten ändert sich dort. An der Stelle x gleich Wurzel 3 ist die zweite Ableitung 0. Und für x größer Wurzel 3 sind jetzt alle drei Linearfaktoren positiv. Und das bedeutet, in diesem Intervall ist der Graph der Funktion f wieder positiv gekrümmt. Und außerdem bedeutet das, dass wir dann an der Stelle x gleich Wurzel 3 ebenfalls noch einen Wendepunkt haben. Zum Abschluss werden wir jetzt noch schnell den Graphen der Funktion zeichnen. Hier noch einmal alle Informationen im Überblick. Also wir haben ermittelt, die Funktion hat eine Nullstelle und zwar bei x gleich 0. Fürs Monotonieverhalten haben wir das hier herausgefunden, fürs Krümmungsverhalten das hier. Und hier sind bereits die beiden Extrempunkte in grün und die drei Wendepunkte in orange eingezeichnet. Und nun gibt es noch eine Sache, die wir noch nicht geklärt haben, und zwar das asymptotische Verhalten der Funktion. Also wir haben uns noch nicht überlegt, was passiert eigentlich, wenn x gegen unendlich geht, beziehungsweise wenn x gegen minus unendlich geht. Das verrate ich dir jetzt noch schnell, und zwar, wenn x gegen unendlich geht und auch wenn x gegen minus unendlich geht, ist es so, dass die Funktionswerte gegen 0 gehen. Das bedeutet, der Graph der Funktion schmiegt sich in beiden Fällen an die x-Achse an. Und wenn wir jetzt schauen, dass wir einen Funktionsgraph zeichnen, der durch alle diese Punkte verläuft und alle diese Eigenschaften hier besitzt, dann sollte das am Ende in etwa so aussehen.